Baby, ready? Nice. Normal. Ich bin der Tobi. Bin vor kurzem 30 geworden und ich fahre mit dem Gregi im da hängen gleich auf China. Das Projekt beinhaltet eigentlich eine Reise nach China. Aber ja, wie genau das wird aussehen und wo durch das es mich führt, das weiß ich nicht. Was ich mir von dieser Reise erhoffe, ist, viele tolle neue Erfahrungen zu machen. Mal ganz andere Erfahrungen zu machen auf zwei Rädern. Und ja, ganz coole Momente dürfen zu erleben und tolle Leute kennenzulernen. Und ich würde schon sagen, dass ich schon ein bisschen Abenteuerblut in mir trage. Ja. In meiner Freizeit, sonst, wenn ich nicht am Arbeiten bin, dann bin ich sehr, sehr gerne draußen. Sei es in den Bergen, auf mehrtägigen Wanderungen oder irgendwo im Wald, der Pilzchen am Nachsäckeln. Ja, oder halt auf dem Velo. Bis jetzt bin ich noch nie so lange mit dem Velo unterwegs gewesen. Es hat ab und zu mehrtägige Touren gegeben. Für mich ist es mega schwierig zu sagen, auf was ich mich am meisten freue auf dieser Reise. Aber es wird wahrscheinlich das Freiheitsgefühl sein, mit dem Velo irgendwo im Krachen dürfen durchzufahren, alles hautnah zu erleben. Und ja, nicht einfach wie mit dem Auto wieder einsteigen und in die nächste Komfortzone zu fahren, sondern dort mal ein bisschen zu verweilen und das auch lernen zu aushalten. Ich bin mega froh, Unterstützung gefunden zu haben durch Hike. Ich weiss jetzt, dass ich top ausgerüstet bin und ich weiss, dass, ja, dass es nicht am Materiellen wird scheitern. Was eigentlich noch so ein Hirngespinst ist, glaube ich, von mir ist so der Winter. Der Winter auf dem Velo, das ist so etwas, das ich noch gar nicht kenne. Und sicher auch ein paar Herausforderungen mit sich bringt, aber so wie ich nicht kenne. Und es ist gut. Ja, wenn ihr das Ganze genauso flasht wie mir, dann folgt euch Hike oder mir persönlich auf Instagram. Und ich halte dich auf dem Laufenden. Wir sehen uns.